Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zur Tyranny. Ja, erstmal haben wir wieder durchs Paradox-Konto ein Scharlachtgift erhalten. Das packe ich einfach gleich mal weg. Achso, das sind unsere Ausrüstung. Ja, im Augenblick sind wir bei 4,8. Vielleicht verbessere ich auch einfach irgendwann mal die Rüstung des Schicksalsbinders auf Lila hoch und dann habe ich eine gute leichte Rüstung. Weil die Sachen, die ich sonst so habe, sind eigentlich ziemlich gut. Vor allem die Schuhe des Scharfschützen mit der Fernkampfgenauigkeit. Da können die Eisenstiefel eigentlich abstinken. Haben sogar nicht mal eine Erholung, wenn ich richtig sehe. Nein. Das Einzige, was von dem Zeug Erholung braucht... Ja gut, du brauchst 0,1 Sekunden. Und du 0,8. Und du 0,1. Also eine Sekunde bringen die drei nur drauf auf den Grundwert. Rüstungserholungszeit 2,6 im Augenblick. Basiserholungszeit ist eine Sekunde. Ja, ich bin eh bei 0,5 Sekunden mit dem Fernkampfangriff. Gut. Gehen wir zurück zum eigentlichen Thema. Beziehungsweise bevor wir damit weitermachen, will ich kurz was gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also fehlen uns noch 3. Ich habe nämlich in den Steam Achievements gesehen, es gibt insgesamt 11 Kernsigillen. Also es gibt ein Achievement, wenn man mit jeder Kernsigill einen Zauber gemacht hat. Und... Ja, geht weg. Und Ausdruckssigillen, keine Ahnung, wie viele es da gibt. Da haben wir wahrscheinlich schon die meisten von gefunden. Na gut. So, jetzt will ich mich erstmal um meinen Turm hier kümmern. Bibliothek könnten wir bauen. Dadurch kann ich magisches Wissen, Edikte und Artefakte erforschen. Übungsgelände. Kannst du die besten Skill-Lehrer in den Stufen rekrutieren? Mhm. Im Lazarett ermöglicht es dir, Tränke und andere Verbrauchsgegenstände zu brauen. Nachdem das Lazarett gebaut ist, erhältst du einen Bonus auf Ausdauer, blablabla, Verteidigung. Bibliothek klingt irgendwie am besten erstmal. So. Danach Lazarett und zu guter Letzt den Ausbildungsplatz. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn man oben auf einem so einem Turm eine Bibliothek baut. Jo, Weiser Garus. Da steht Laundry. Da sind Turmarbeiter. Und da sind sogar Sachen zum Plündern. Gut. Wieder 2 Kupfer 50. Fällig alle 5 Tage. Hier brauche ich noch eine Person, damit ich die maximale Rekrutenanzahl da habe. Leichte Rüstung, würde ich sagen. Bibliothek. Wen kann ich hier anwerben? Gucken wir erstmal, wen wir anwerben können. Wissen, Feuer beherrschen, Frost beherrschen und Blitz beherrschen. Magische Schriftrollen, das wäre nicht schlecht, um an die eigentlich um an Rezepte zu kommen. Und der hier tut Schriftrollen, also den hier nehme ich schon mal. Der bringt mir nämlich die Ressource. So. Skill-Lehrer, der Unterricht in Stein beherrschen, Atropie beherrschen und Gewalt beherrschen.
Feuer beherrschen, Gewalt beherrschen und in der Verwendung des Magiestabs. List und Verwendung Magiestab, Feuer und Emotionen beherrschen. Grabeslicht beherrschen und Illusionen beherrschen. Grabeslicht haben wir ja noch gar nicht, gell? Das ist nämlich wahrscheinlich auch so eine Sigil. Na gut, ich nehme sie mal. Und dann lasse ich das erstmal für den Turm. Eines Tages musst du mir von dieser Kreatur erzählen, die du in den Altbauern besiegt hast. Ich muss sie einfach für meine Studien kategorisieren. Ah ja. Der ist schon mal recht neugierig, der weise Garrus. Selbst aus dieser Höhe scheint der Portuskur gewaltig und ausgedehnt. Und auf dieser Seite? Eine kleine Siedlung wurde am Ufer eines breiten Flusses gebaut. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Erstmal 5 Schriftrollen. Hat eigentlich irgendein Gruppenmitglied was zu sagen? Ah, das war falsch. Wo ist denn die Taste nochmal, um alle auszuwählen? Ach, da drüber. Von denen hat bis jetzt keiner was zu sagen. Warnet. Nehmen wir uns noch die 5 Schriftrollen mit. Das waren dann alle Schriftrollen hier. Der Rossturm hat so lange gewütet. Rossturm hat so lange gewütet, dass ich vergessen habe, wie das unbeugsame Tand tatsächlich ausgesehen hat. Ich stehe zu Diensten, Schicksalsbinder. Gut. Sei gegrüßt, Schicksalsbinder. Der Weise verbeugt sich tief vor dir. Die Schreibfedern in seiner Kapuze streifen den Boden. Wer bist du? Wie bist du in meinen Turm gekommen? Ich glaube nicht, dass wir uns schon mal begegnet sind. Erklär erstmal, wer du bist und was du hier zu suchen hast. Schnell. Ich glaube nicht, dass wir uns schon mal begegnet sind. In der Tat. Und ich fürchte, ich bin dir voraus. Er nickt. Weiser Garrus, vormals aus der Vendrien-Zitadelle. Schreiber und Forscher der Extraklasse, um dich nicht mit allen Ehrentiteln zu langweilen. Als ich vor dem Bau eurer Bibliothek gehört habe, musste ich kommen. Ich habe den Arbeitern zugesehen, wie sie Stein und Schriftrollen hier heraufgeschafft haben. Es gab schrecklich viel zu tun und sie waren sehr müde. Also tat ich das Wenige, das in meiner Macht stand, um ihnen zu helfen. Dann am letzten Tag, als alle gingen, blieb ich einfach zurück. Und warum bist du hier? Ich nehme an, dass du jemanden brauchst, der diese Schriftrollensammlung ordnet. Jemand, der neue Texte katalogisiert, die du entdeckst, und jemand, der die Forschungsbemühungen organisiert. Als ein Schreiber kann ich alle 3 Dinge für dich erledigen. Tatsächlich kann ich es gar nicht mehr erwarten, damit zu beginnen. Ich habe bereits damit begonnen, mir deine Sammlung anzusehen und er unterbricht sich und seufzt. Um ehrlich zu sein, ich brauche die Arbeit. Die Vellum-Zitadelle ist nicht mehr unbedingt das, was sie einst war. Und ich fürchte, es gibt nicht viele sichere Orte, an denen ein Weiser im Krieg eine Anstellung findet. Was kannst du für mich erforschen? Oh, alles Mögliche. Magie, Alchemie, Weltgeschichte. Du hast eine beeindruckende Sammlung. Vielleicht nicht so umfangreich wie die in der Vellum-Zitadelle, aber es bringt nichts, Tränen über verbranntes Pergament zu vergießen. Ja, du bist ein Gilde der Weisen, da habe ich schon Gunst, Stufe 3. Ich habe damit begonnen, eine Liste von möglichen Forschungsthemen zusammenzutragen. Darf ich sie dir zeigen? Ja, ich kann mir jetzt Artefakte erforschen. Brauche ich 4 Rekruten in der Bibliothek. Dafür bräuchte ich 5. Dafür bräuchte ich nur 2. Zeit kurz. Zeit lang. Forschung magisches Sigil. Die habe ich, das habe ich ja. Schleppe ich, glaube ich, mit mir rum. Und bräuchte 3 Leute in der Bibliothek. Erforsche ich erstmal das hier. Deine Rekunden sind beschäftigt mit Gegenstände erforschen. Zeit kurz. Erst wenn ich Erfahrung sammle. Okay, dann stelle ich noch Leute ein. Und zwar hätte ich gern erstmal seltene magische Schriftrollen.
Und. Ne, das war's erstmal. So, du bist ein Turmarbeiter. Das Wetter kann hier oben recht ungemütlich sein, aber auf der Oberfläche haben wir alle wohl schon Schlimmeres gesehen. Laundry. One moment, my friend. Just let me finish this thought. Einen Moment, mein Freund, lass mich nur diesen Gedanken zu Ende bringen. Laundry beendet seine Notiz schwungvoll und legt an der Spitze seine Schreibfeder. Dann hält er inne und wiederholt es noch zweimal, bevor er sie in eine Tasche an seinem Ärmel steckt. Also, was steht dir im Sinn? Möchtest du über gegenwärtige Angelegenheiten sprechen oder wäre dir eher nach einem akademischen Wortschwall? Andere Angelegenheiten? How can I help? Was weißt du über die Region? The Spires predate us all. As far as I know, we're the only ones who've been up here since. Das kennen wir schon alles. Ich möchte dir einige Fragen stellen. I am nothing if not a semi-reliable font of knowledge. What did you want to discuss? Ja, ich würde gern ein bisschen mit ihm mal reden, weil wir haben ja dann ziemlich jeden abgeklappert. Keine Angelegenheit. Ich habe Fragen über unsere Verbündeten und Feinde. Was kannst du über die Schule der Tinte? Erstmal mehr über Laundry. Ich? Nun gut, aber ich bin keine besonders interessante Person. Ich studiere interessante Leute, weswegen ich auch weiß, dass ich keine von ihnen bin. Was ist deine Geschichte? Erzähl mir, wie das Leben von Laundry begann. Eines Tages wird dich jemand, der halb so alt ist wie du, darum bitten, dein Leben zusammenzufassen. Und dann wirst du merken, was für eine widerwärtige Bitte das ist. Naja, wo soll ich anfangen? Oh, das ist gut. Ich wuchs in Sunda auf. Ich wurde direkt nach der Unabhängigkeit vom unbeugsamen Land geboren. Genau rechne ich mal ein bisschen zurück. Dann weißt du, dass ich alt bin. In einem Abkommen, das mit der klaren Feststellung endete, dass Sunda sich aus freien Stücken verabschiedete und dass das unbeugsame Land keinen Bürgerkrieg verloren hatte, gewann die freie Stadt Sunda im Jahr 347 WZ ihre Unabhängigkeit. Für einen 84-Jährigen ist er recht rüstig, ja? Meine Eltern waren Hafenarbeiter, meine Mutter kehrte von einer Reise nicht mehr zurück und mein Vater verlor eine Hand durch eine Infektion und beschloss, mich an die Schule von Tinte und Feder zu verkaufen. Wie viel warst du wert, als er dich verkauft hat? Hast du noch andere Familienangehörige? Irrelevant. Sollte es sie geben, sind sie mir fremd. Beim Eintritt in die Waisen werden alte Familienbande gekappt. Zumindest prinzipiell, denn in der Schule wurden doch einige Blutsverwandte bevorzugt behandelt. Als Lehrling teilte man mich den Taubenschlägen zu, weil ich lernte, wie man Vögel zum Überbringen von Sendschreiben aufzieht und pflegt. Die meisten meiner Frühwerke behandeln dieses Thema. 10 Jahre und mehrere Werke später entschied jemand, dass ich bereit war, im inneren Kreis aufgenommen zu werden und wurde in Magie unterwiesen. Und seit dieser Zeit habe ich viel Zeit mit Feldstudien verbracht, was mich wohl auf mein Leben nach dem Fall der Venom-Zitterwelle vorbereitet hat. Nun ja, so sehr ein irgendwas auf die Merkwürdigkeit dieser Gegenwart vorbereiten kann. Wurdest du als Laundry geboren oder hast du diesen Namen beim Eintritt in die Schule von Tinte und Feder angenommen? Die meisten Waisen nehmen einen neuen Namen an, wenn sie in der Schule beitreten. Dieser Übergang gestaltete sich für mich anfangs aber noch schwierig. Ich blieb bei meinem alten, gemeinen Namen, kam dann nie mehr dazu, mir einen solch hochtrabenden Namen wie Weiser Apophasis oder Weiser Partizip perfekt zuzulegen. Und ist das deine wahre Bestimmung? Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu tun. In meinen jüngeren Jahren dürstete es mich wohl wie die meisten Jungen, die ich kannte, nach Schlachten und Ruhm. Da ich nun gesehen habe, wie kurz das Leben eines Soldaten sein kann, schaue ich lachend auf diese alte Berufung, diese alte Denkweise zurück. Jetzt mal ehrlich, was ist deine Geschichte? Was meinst du damit? Ich weiß, dass du schlauer bist, als du tust. Gewähr mir dieselbe Höflichkeit. Laundry streichelt sich den Bart und hinterlässt in seinem weißen
Koteletten, Tintenflecken. Ich stand von Anfang an unter dem Einfluss von Nevads Stimmen, oder wenigstens schickte mich einer seiner Agenten vor 30 Jahren zur Schule von Tinte und Feder. Erst Jahre später wurde mir die Verbindung zum Archonten klar.